ist es das Fest der Liebe, der Zusammengehörigkeit oder ein Fest der Hoffnung in einer schnellen Zeit. Von vielen, vielen Seiten kann man es betrachten. Doch was ist es für dich, das jährliche Weihnachten? Ist es die Zeit des Geldes, das uns damit verbindet? Oder eine Zeit des Trauerns, um so Trauer zu überwinden? Oder ist das alles mehr noch als wir dachten? Sag, was ist es für dich, das jährliche Weihnachten? Von Oktober bis Dezember kann man heilig Süßes kaufen und Wochen vor dem Feste über Weihnachtsmärkte laufen. Schon im Herbst so bunte Lichter, das bei Nacht ins Auge fällt. Und ich stelle mir die Frage, warum wird der Weihnachtsbaum zu Hause nicht schon früher aufgestellt? Gibt es noch das Christkind und den Nikolaus? Löschen wir vielleicht auch unbewusst die Hintergründe aus? Hat man noch diese Freude, die früher einmal war? Oder ist das Fest der Liebe schon jetzt ein Verkaufsaltar? Ist es das Fest des Stresses, der Jagd nach Material und somit fast kein Fest mehr? Vielmehr für jeden von uns eine Qual. Ist es noch wie früher, als wir Bescherung machten? Oder ist es eine Börse, das heilige Weihnachten? Ich sage, es ist das Fest der Liebe, der Zusammengehörigkeit. Es ist das Fest der Hoffnung und gemeinsamer Zeit. Es ist die Zeit der Freude, zu lernen, uns zu achten. Es ist das Fest der Träume. Das ist für mich, aber auch für dich, Weihnachten.